Ja, liebe Autofreunde, jetzt darf ich fahren. Großer Tag für mich. Fendt Dau 1000, die Bauerhause darf den mal fahren. Jawohl. LMG Graswil hat den Fendt organisiert für das große Fendt-Treffen in Saugenried letztes Wochenende. Und jetzt steht er noch hier. Und ich habe die Gelegenheit, da eine Runde zu fahren. Das ist der Schlüssel zum 1000er Fendt. Oh. Ja, wenn ich mich recht strecke, komme ich da gerade rauf. Eieieiei. Ich tue hier noch den Bildschirm auf. Jetzt haben wir hier die Frontkamera gesehen. Das ist die Aggressivität, das lassen wir sein. Ja. Und hier stellen wir um, weißt du, TMS oder nicht TMS. Ich würde jetzt TMS fahren und dann tue hier den Tempomat rein. Dann kannst du, wenn du angefahren bist, kannst du dann nochmal rausdrücken und dann geht er dann auf die 43. Der ist jetzt auch auf 43 programmiert. Aha, und könnte ja 65 gehen. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht eingestellt. Hier. Aha, ist gut. Ist eingeschaltet. Die Automatik, ja. So. Da weißt du schon vorwärts retour wie bei dir. Ja. Weißt du, ja. Hat viele Ähnlichkeiten. Ja. Der Sandgas, der Schieber ist davor vom TMS, das kannst du noch feiner einstellen. Joystick brauche ich aber nur für das Stadtbremsen hinterher ziehen. Das kennst du. YouTube-Freunde, ja! Ich fahre den 1000er Fendt. Hans auf der Zielgeraden in die Werkstatt. Ich kann es eben leider nicht auf Deutsch einstellen. Du siehst die Kamera, siehst auch so durchfahrt. Und nachher hier hinten siehst du, dass die Tempomatgeschwindigkeiten. Das ist C1, oder? Ja. Wir hatten C2 drin, mit 43. Ja. Das sind einfach die zwei Knöpfe hier auf dem Multifunktions-Joystick. Ja. Durchschnittsverbrauch 9,3. Ciao, Saro! Ciao! 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 Ciao